von hier nach da gefahren. Nur um die Kartengröße mal festzulegen, wir waren hier, also eigentlich waren wir hier, sind jetzt nur nach da gefahren. Das ist ja so ein Riesenweg schon gewesen. Und diese Rieseninsel ist immer noch, ne, unentdeckt sozusagen für uns. Ne? Ach, danke Straße, du hast uns wieder. Was haben Sie? Nichts. Ich mag nur Straße. Straße ist schön. Ja, da gibt's noch Wasser daher. Mein Wasser ist übrigens aus. Ja, ich denke mir schon, dass er mir Drogen... also was soll man denn morgens sonst anderes machen? Aber er sagt nein. Wahrscheinlich sagt er, nee, das sind Gewürzpflanzen. Für Kinder. Italienische Gewürzpflanzen für Spaghetti. Das öfter? Was soll ich öfter machen? Ja, mal so weit rausfahren, um... Ich weiß ja nicht genau, was wir machen. Ja, wie gesagt, Geld brauche ich nicht. Geld braucht er nicht. Wir haben gleich Nacht. Gut, dass ich ein Nachtsichtgerät eingepackt habe. Ach du Scheiße. Autsch, ich hab mir den Kopf geprellt. Hallo? Er repariert gerade wieder draußen. Muss er ja auch wieder. Also wenn man jetzt sieht, diesmal ist das Auto sogar stärker beschädigt. Gleich wird es plöpp machen und dann sieht alles wieder heiler aus. Und plöpp wahrscheinlich. Plöpp. 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 Ja, da ist es. Plöpp. Allein der Weg hat jetzt durch die Reparaturen an dem Fahrzeug ja schon 3000 gekostet. Geld spielt keine Rolle, habe ich Ihnen schon mal gesagt, oder? Ja. Oder haben Sie Alzheimer oder ich? Ich habe es mir nur so im Kopf gerade so ausgerechnet und habe laut gedacht. Tut mir leid. So, kein Problem. Oh, jetzt geht's runter hier.
sitzen gleich jetzt hier bei meinem Kollegen. Der hat hier ein schönes Feld, wo man schöne Sachen abpflanzen kann und ja. Okay, was pflanzt der? Okay, Moment. was pflanzt der denn ab, beziehungsweise was kann man denn hier abpflanzen? Ich gebe Ihnen jetzt mal den Schlüssel von dem Fahrzeug hier. Ja. Damit Sie den Kofferraum auch befüllen können, dann fahren wir gleich weiter. Okay. Danke. Cannabis. Sind aber merkwürdig geformt. Die kleinen braunen Knubbel an den Pflanzen. Irgendwie erinnert mich das an irgendwas. Nee, nee, das ist ganz normal hier. Das sind Bambusblätter hier. Mal davon ab, dass man bei Cannabis nicht die Blätter abpflückt. Ne? Man, an den Cannabispflanzen sind so runterhängende braune Knospen, sind aus wie Tannenzapfen aus Moos. Ne? Das ist eigentlich das, was man bei Cannabis erntet. So, und ja, das sieht aus wie Bambusknospen. Ja. Ist gerade dunkel geworden. Wie macht man da Dachtsichtgeräte dann? Mit N habe ich gehört, ne? Oh ja! Ich bin voll. Dreizehn Cannabis habe ich nur aufgenommen. Okay. Wenigstens sind es keine Mohnblumen. Wir pflücken Blümchen für den Sommer zum Verkauf. Ich weiß noch, damals Mohnblumen hatten wir hier vorne auf einem Feld wirklich, wirklich, wirklich viele. Aber unnatürlich viel. Inzwischen gibt es ja kaum noch Felder hier in der Gegend, aber früher echt heftig. Tausende von Mohnblumen. Also ich würde nicht in die Bambusblätter hier reinbeißen, weil ansonsten geht es ihnen da nicht mehr gut, ne? Okay, ja, ich denke mal, wir werden auch jede einzelne benötigen, ne? Aber ich finde, Bambus sieht doch eigentlich anders aus. Also, oder, vertue ich mich da jetzt? Also eigentlich... Also ich sag Ihnen jetzt mal etwas. Die Sache ist so, das Zeug hier, das ist normalerweise illegal. Ne? Weil wenn das dann verarbeitet ist, dann können Sie das auch rauchen. Das ist auch, das nennt man auch Marihuana. Ah, ich wusste doch, dass hier was nicht stimmt. Aber, okay, nein, ich sag nichts, das ist super. Weiß es dann, ne? Ja. Ich glaube, hier in der Gegend hört uns eh keiner.
Oh. Rucksack ist mal wieder. Nee, ich habe im fremden Rucksack reingeschaut. Hab noch nie so ein Zeug geraucht. Was meinst du? Ich hab's noch nie probiert. Muss ich mal ehrlich gestehen. Ja, das ist kein Problem. Das können Sie ja nachher mal testen, dann später irgendwann, wenn Sie Lust haben. Das Fahrzeug ist dann schon voll, ne? Das ist schon alles okay. Echt? Das ist. Nein, noch nicht ganz. Wir können eigentlich schon weiterfahren jetzt. Okay, ich komm rein. Wenn das denn anzeigt, dass ich da rein kann. Echt? Man kann halt im Spiel tatsächlich rauchen. Geben Sie für Ihre ich habe gehört, dass. Ich habe gehört, dass sie, dass einige Leute für ihre Mischung bestimmte Namen geben oder so. Haben Sie auch irgendwas, so wie Ananas Express oder so? Bambuschetter. Bambuschetter. Ja, das ist cool. Wenn ich den also auf dem Markt finde, dann weiß ich genau, das ist ihre Mischung. Das ist gut. Genau. Und das speziell nur von diesem Feld hier. Mann, diese Bäume hier alle. Alle mal abhauen hier. Das nennt man Stein. Müssen wir es zum Verarbeiten bringen, richtig? Genau. Also wir lassen das jetzt abpacken. Okay. Das ist übrigens, wenn man nachts das Gerät nicht anhat, ne, sieht man mal so gar nichts.